Die Kämpfe in Idlib sind vermutlich die letzten größeren Gefechte im syrischen Bürgerkrieg. Der Wiederaufbau des Landes und die Rückkehr von Flüchtlingen geraten daher verstärkt in den Mittelpunkt. Denn die Verwüstungen sind groß und die Bevölkerungssituation hat sich radikal verändert. Heute in Feichtinger Kompakt, Rückkehr von syrischen Flüchtlingen. Der Bürgerkrieg in Syrien ist soweit entschieden, aber das Land hat sich seit 2011 dramatisch verändert. Bis zu 500.000 Menschen wurden getötet. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt nicht mehr am ursprünglichen Ort. Von den 21 Millionen Syrern sind mehr als 6 Millionen innerhalb Syriens und ebenso viele ins Ausland geflohen. Aufgrund der Kampfhandlungen um Idlib, dem letzten Rückzugsraum der islamistischen Kämpfer, mussten im Frühjahr 2019 noch einmal mehr als 300.000 Menschen in den Norden der Provinz fliehen. Die Türkei hat die Grenzen geschlossen. Syrische Flüchtlinge haben in 125 Ländern Asyl erhalten. Laut UNO sind allein in den Nachbarländern an die 5 Millionen registriert. In Europa konnten knapp 700.000 Syrerinnen und Syrer Zuflucht finden. Am meisten hat die Türkei aufgenommen, annähernd 3,5 Millionen. Im Libanon dürften sich mehr als 1 Million befinden, Jordanien spricht von 1,3 Millionen. Im Irak sind mehr als 250.000, in Ägypten etwa 130.000. Deutschland hat 500.000 aufgenommen, Schweden mehr als 103.000, Österreich knapp 44.000 und die Niederlande 30.900. Rund 1 Million syrische Kinder wurden seit 2011 im Ausland geboren. Ihre Staatszugehörigkeit ist ungeklärt. Nach 8 Jahren Krieg stellt sich nun vermehrt die Frage, können die Syrer wieder in ihre Heimatorte zurückkehren und werden sie es auch tun? 4 Aspekte sind dabei entscheidend. Erstens die zerstörte Infrastruktur. Im Krieg wurde vieles vernichtet. Die Kosten für den Wiederaufbau werden auf 300 Milliarden bis 1,2 Billionen Dollar geschätzt. Vielerorts sind Gesundheitseinrichtungen, die Trinkwasser- und Stromversorgung sowie Schulen großteils zerstört. Nahezu die Hälfte aller Krankenhäuser und Erstversorgungseinrichtungen ist entweder nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig. Ein Viertel der Häuser wurde beschädigt, 10% sind komplett zerstört. Sprengfallen und nicht explodierte Munition gefährden mehr als 10 Millionen Syrerinnen und Syrer, vor allem Kinder. Zweitens die Sicherheitslage. Die Rückkehr nach Syrien ist riskant. Menschen aus Gegenden der Opposition werden häufig als Verräter, Oppositionelle oder Terroristen eingestuft. Viele befürchten, auf den Fahndungslisten des Geheimdienstes zu stehen und nach ihrer Rückkehr verfolgt zu werden. Willkürliche Verhaftungen und das Verschwinden von Personen steigern diese Ängste. Männern zwischen 18 und 42 Jahren droht außerdem die Zwangsrekrutierung durch das syrische Militär. Drittens, rechtliche Rahmenbedingungen. 2018 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Syrern im In- und Ausland 1 Jahr Zeit gibt, ihr Eigentum anzumelden, andernfalls würden die Rechte verfallen. Noch aus dem Jahr 2012 gibt es ein Antiterrorgesetz, das Meinungsfreiheit und unabhängige Medien unterbindet. Das syrische Regime scheint generell kein Interesse an der Rückkehr von Flüchtlingen zu haben. Dagegen sollen alle, die ausgeharrt haben, belohnt werden. Und viertens, die Situation in den Aufnahmeländern. Alle Staaten der Region möchten möglichst rasch viele Flüchtlinge zurückschicken. Besonders der Libanon leidet unter der großen Zahl. Die Türkei und Jordanien sind bestrebt, Syrer und ihre Familien zur Rückkehr in ihr Heimatland zu bewegen. In europäischen Staaten wird zwar einerseits eine Rückkehr gefordert, andererseits aber angesichts der Verhältnisse in Syrien die Zumutbarkeit stark bezweifelt. Zur aktuellen Situation. Es sind zwar einige hunderttausend Syrer aus dem In- und Ausland wieder zurückgekehrt, eine große Rückkehrwelle ist aber nicht zu erkennen. Bisher hat Präsident Assad keine Zugeständnisse gemacht oder gar Anreize gesetzt. Bereits 2017 hat er auf die in seinen Augen positiven Effekte von Krieg, Flucht und Vertreibung hingewiesen. Seiner Meinung nach sei Syrien nun eine homogenere und gesündere Gesellschaft. Die Skepsis und Ängste der syrischen Flüchtlinge im Ausland hinsichtlich ihrer Rückkehr sind daher verständlich. Viele europäische Politiker fordern deshalb eine politische Lösung des Syrien-Konflikts unter Vermittlung der UNO, bevor Flüchtlinge zurückgeschickt werden.
Ein kurzer Ausblick. In den Ländern der Region wird vermutlich der Druck auf Syrer und ihre Familien steigen, das Land wieder Richtung Heimat zu verlassen. Erfahrungsgemäß gehen jene zurück, die sich trotz aller Umstände Hoffnungen auf eine bessere Zukunft machen, keine Perspektiven am derzeitigen Ort sehen oder sich einen Aufenthalt nicht mehr leisten können. Es ist aber unrealistisch, in absehbarer Zeit eine massive Rückwanderung syrischer Flüchtlinge aus Europa zu erwarten.